Hallo zu einem neuen Video und ich zeige euch heute einen ganz einfachen Trick, der aber sehr viel Eindruck macht. Wir fangen sofort an. Es beinhaltet eigentlich nur drei verschiedene Töne, und zwar das C, das E und das G. Zusammengespielt ist das der C-Dur-Dreiklang und diese Töne spielen wir hintereinander. So, jetzt kommt der Trick. Wir haben ja noch eine linke Hand. Die linke Hand fängt hier an und spielt diese drei Töne C, E, G. Die rechte führt das weiter fort. Wieder eine Oktave höher. C, E, G. Die linke jetzt führt es nicht weiter fort, sondern wiederholt erstmal, was die rechte gemacht hat. C, E, G. Die rechte führt es wieder fort. C, E, G. C, E, G. C, E, G. Und hier oben? Mit der rechten einmal noch das obere C. So, das ist eigentlich schon alles. Jetzt geht es nur noch um Geschwindigkeit. Geschwindigkeit kann man trainieren, das ist wie im Sport. Das geht nicht sofort. Wenn du ein Anfänger bist, dann solltest du langsam anfangen. Das ist immer der Trick. Langsam anfangen und dann allmählich schneller werden. Präzision ist wichtiger als Geschwindigkeit. Also. Wenn man das Ganze schneller spielt, dann klingt es ungefähr so. Okay, jetzt das Pedal mal dazu. Einfach das Pedal treten und getreten halten. Dann macht das Ganze schon ganz schön was her. So, jetzt können wir das natürlich nicht nur mit dem C-Dur-Dreiklang machen, sondern mit den ersten sechs Stufen unserer C-Dur-Tonleiter. Das heißt, der D-Moll-Dreiklang. Der E-Moll-Dreiklang, der F-Dur-Dreiklang, der G-Dur-Dreiklang, der A-Moll-Dreiklang. Bei H ist es ein bisschen schwierig, weil ich hier zwei kleine Terzen habe. Das ist dann so eine verminderte Geschichte, den lassen wir einfach mal weg. Aber mit diesen sechs Harmonien oder sechs Dreiklängen kann ich schon mit diesem schnellen Dreiklanglauf, wie man es vielleicht nennen könnte, einfach mal eine Zusammenstellung machen. Das heißt, ich spiele diese Dreiklänge in verschiedener Reihenfolge. Also nicht nacheinander einfach hoch, sondern ich probiere einfach mal was aus. Das war dieses Video. Viel Spaß beim Üben und hinterlasst mal in den Kommentaren, ob euch das gelungen ist oder nicht. Und ich würde mich über ein Like freuen und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.